Eva, du machst Opferblaming, Victimblaming, höre ich immer wieder und lese ich unter meinen Videos und Reels. Aber nein, ich mache kein Opferblaming. Denn warum mache ich kein Opferblaming? Ich kann das Video jetzt in einer Minute fertig machen. Ganz einfach, weil es in meiner Welt keine Opfer und Täter gibt. Opfer und Täter gibt es für mich vor Gericht. In juristischen Angelegenheiten gibt es Opfer und Täter. Und es gibt in juristischen Angelegenheiten auch sogenannte Retter oder Helfer. Ja, wenn mein Anwalt etwas für mich erledigt, dann hat er mir wirklich geholfen. Im persönlichen Bereich und im psychologischen Bereich braucht es für mich keine Täter und keine Opfer. Wenn ich mich als Opfer meines Narzissten sehe, ja, wie ich das damals in diesem Buch hier niedergeschrieben habe, wie ich es damals erlebt habe, ja, 2006 bis 2008, wenn ich mich als Opfer von diesem Pierre, wie ich ihn im Buch nenne, sehen würde, dann würde ich ja automatisch ihn zum Täter machen. Und ich würde ihn mit einer Brille sehen, wo drauf steht, du hast mir ganz viel Böses angetan. Ja, du hast mich belogen und betrogen und ausgenutzt. Wenn ich in dieser Rolle drin geblieben wäre, wo wäre ich dann heute? Noch immer Opfer dieses Narzissten? Hätte ich dann vielleicht danach auch wieder einen Narzissten angezogen, weil Opfer ja immer ein Täter anzieht und ein Retter? Oder hätte ich jemand angezogen, der selber ein Narzisst, ein weiblicher Narzisst ist und dann mich retten hätte wollen, weil ich ja das arme Opfer von diesem Täter bin? Ja, wie wäre diese Geschichte weitergegangen? Die wäre so weitergegangen, wie die Geschichte von vielen meinen Klienten weitergegangen ist, ja, weil sie sich nach wie vor als Opfer gesehen haben und wie meine Geschichte bis zu diesem Pierre immer wieder weitergegangen ist. Ich habe mich als Opfer gesehen. Ich habe immer wieder gedacht, dass mir Unrecht geschieht und dass das alles immer böse Männer sind, ja, und dass die mir immer was antun und dass die mich alle nicht lieben und dass die alle beziehungsunfähig sind und dass keiner wirklich eine Nähe zulassen will. Ich habe mich als Opfer gefühlt. Ja. Als ich 2008 endlich mal aufgehört habe mit dieser Opferrolle, ja, und als ich erkannt habe, dass ich mein Leben erschaffe und dass ich Schöpferin quasi dieser narzisstischen Beziehung war, dass ich mir diesen Pierre wirklich erschaffen habe, um endlich mal aufzuwachen aus meinem Film, ja, aus meinem Traum, da habe ich begonnen zu verstehen, dass Opfer und Täter ein Spiel sind, eine Matrix, die Drama-Dreieck-Matrix, sage ich immer so schön, ja, wo es immer ein Opfer gibt, einen Täter gibt und nach einem Retter gesucht wird, ja, nach einem Helfer. Ich habe damals, als ich rauskam aus der Beziehung, wirklich gebettelt, dass irgendwo ein Retter herkommt, ja, irgendjemand, der meine Not sieht und mir hilft. Ist Gott sei Dank nicht passiert. Ja, weil sonst hätte ich selber nicht kapiert. Und diese Rettung war, wenn du so willst, ein Link, wo ein Video von Byron Katie drinnen war. Ja, meine Freundin hat mir das geschickt. Also da kann man sagen, okay, die wollte mir helfen und hat mir diesen Link geschickt. Aber ab diesem Zeitpunkt war das keine Opfer- und Täter- und Helferdynamik mehr, sondern ich habe begonnen, mir selbst zu helfen. Ja, ich habe das Video angeguckt, ich habe sofort geschaut, wo kriege ich einen Coach her, der das mit mir macht, dieses The Work. Und in dem Zeitpunkt habe ich begonnen, kontinuierlich und systematisch mit The Work von Byron Katie diese Verstrickungen, die ich immer mehr erkennen durfte, aufzulösen. Jetzt klingt es vielleicht so, dass ich nie mehr in der Opferrolle bin und nie mehr war seither. Das ist natürlich Quatsch. Ja? Natürlich bin ich immer wieder in die Opferrolle gekippt und immer wieder durfte ich erkennen, wie absolut scheiße sich das anfühlt. Ja? Immer wieder in die Opferrolle und oh, ich habe kein Geld und oh, das klappt nicht. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, oh, da kommen zu wenig Klienten und oh mein Gott, warum habe ich keinen, der mir wenigstens die Fixkosten bezahlt, der mich in seinem Haus wohnen lässt und so, ja. Hatte ich dann tatsächlich sogar einen, der das gemacht hat. Also ich war immer wieder in der Opferrolle drinnen. Aber Gott sei Dank, durch The Work habe ich mich auch immer wieder rausgeholt und meinen eigenen Täteranteil erkannt. Ja? Und das war tausendmal wertvoller als dieses Opferrolle-Gedöns. Ja? Und als ich meinen Täteranteil erkannt habe, habe ich bemerkt, dass mich dieses Erkennen von diesem Anteil in meine Freiheit bringt.
immer mehr und mehr raus aus dieser Matrix. Ja? Das heißt, wenn man mir sagt, ich mache Opferblaming, dann ist genau die Umkehrung wahr. Ich mache das Gegenteil von Opferblaming. Ich mache ein Opferstärken. Ich gebe den Opfern genau diese Tools an die Hand, die mich damals rausgeholt haben und die Millionen Menschen rausgeholt haben. Ja, The Work von Byron Katie, innere Kindarbeit, Klopftechniken machen Millionen Menschen auf dieser Welt. Ja, und das hat Millionen Menschen geholfen. Also ich mache das Gegenteil von Shaming. Ich mache Stärken. Ich mache Erheben. Ich mache eine Einladung, spreche ich aus, rauszugehen aus dem Drama-Dreieck und rauszugehen aus der Matrix des Narzissten. Eins noch. In den Momenten, wo wir uns als Opfer sehen, verhindern wir nicht nur das, dass wir rauskommen aus diesem Drama-Dreieck und aus der Narzissmus-Matrix, sondern wir verhindern auch, dass wir unsere eigene Stärke und unsere eigene Schöpferkraft entdecken. Als Opfer habe ich keinen Zugang zu meiner eigenen Schöpferkraft. Denn ich glaube ja immer, dass ein Helfer und ein Retter kommen müssen, um mir zu helfen. Ich erkenne nicht, dass ich einzig und allein mich selbst brauche, um mir zu helfen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich keine Hilfe annehmen darf, die mir angeboten wird, oder dass ich nicht um Hilfe bitten darf. Aber wenn ich gezielt um Hilfe bitte, dann habe ich mir diese Hilfe kreiert. Es ist ganz was anderes, als in der Opferrolle zu sein und zu jammern und zu hoffen, dass von außen ein Helfer kommt, der mir hilft. Ja, das ist super wichtig zu verstehen. Also wenn ich um Hilfe bitte und gezielt gucke, wer kann mir helfen und dann gezielt jemand anspreche, kannst du mir bitte helfen, ja, so wie ich das dann übrigens gemacht habe mit einer Rechtsanwältin, kannst du mir bitte helfen, ihn zu verklagen, ich will meine Kohle wieder haben, ja. Das ist nicht aus der Opferrolle passiert, sondern das habe ich mir kreiert, weil ich da schon meine Kraft erkannt habe, ja. Und das ist der Weg. Ja, raus aus der Opferrolle, deine Schöpferkraft erkennen. Raus aus der Opferrolle, gezielt gucken, was du brauchst, damit du weiterkommst. Raus aus der Opferrolle, die narzisstische Matrix verlassen, dieses Spiel verlassen, dieses permanente, ich bin Opfer, also da ist ein Täter und wo ist der Helfer? Ja, das ist ein Spiel, das ist ein Dramaspiel, ja, eine Tragödie ist das, aus der viele Menschen nie rauskommen. Und wenn du wirklich das Narzissmus-Thema erledigen willst in diesem Leben, musst du deine Opferrolle verlassen. In der Opferrolle drin wirst du dieses Spiel niemals, niemals verlassen. Du wirst dieses Spiel weiterspielen. Vielleicht nicht mit dem Narzissten, mit dem du jetzt gerade strugglest, aber mit dem Nächsten. Und glaub mir, die Narzissten stehen Schlange. Wenn du hier dein Label hast, ich bin Opfer von Narzissten, dann kommen sie in dein Leben immer wieder und immer wieder. Du kannst es beenden, indem du innen drin sagst, ich steige aus diesem Spiel. Also, hast du Lust, dein eigenes Opfer, Blaming, zu beenden und in die Kraft zu kommen? Dann schreib mir. Ich freue mich auf dich.